ukrainische Streitkräfte haben nach russischen Angaben in der Region Donetsk eine größere Offensive gestartet. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium, der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Rede ist von rund 250 ukrainischen Soldaten, die dabei getötet wurden, sowie 16 zerstörten Panzern und 21 gepanzerten Kampffahrzeugen. Moskau veröffentlichte ein Video, um das zu belegen. Der ukrainische Präsident Zelensky ging in seiner täglichen Videobotschaft nicht darauf ein. Auch auf der anderen Seite der Grenze in der russischen Region Belgorod wird gekämpft. Dort liefert sich die von Kiew unterstützte sogenannte Legion Freiheit Russlands nach eigenen Angaben Gefechte mit der russischen Armee. Der Gouverneur der Region teilte mit, dass eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand geraten sei. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.